So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play über das Spiel Anti-Hero. Wir haben hier ein kleines rundenbasierendes Strategiespiel, Brettspiel. Ich tendiere doch lieber eher mal, könnte ein Brettspiel sein, mit Dieben. Wir müssen einbrechen und müssen natürlich Siegpunkte erfüllen, damit wir am Schluss unseren Gegner schlagen. So. Ich würde sagen, bevor wir die Kampagne anschauen, schauen wir uns erstmal eine kleine Plänkelei hier an. So, wir können hier erstmal auswählen, was wir denn spielen möchten. Ne? Große Stadt, Agentur. Die Werft. Zufällig. Komm, ich würde sagen, wir spielen die Werft. Regeln anpassen. Standardkarte, was gibt es hier noch? Achso, wie viele Siegpunkte? Machen wir Standard, Bestechung, Goldmenge bei Spielstart. Achso, das können wir alles einstellen. Fallenrunden, also Siegkosten. Ja komm, ich glaube, wir würden jetzt hier erstmal überhaupt nichts einstellen. Wir lassen es erstmal so. Okay, wenn wir jetzt hier auf schwierig stellen, es ändert nichts an den Regeln. Also hier müssen wir die Kampagne spielen. Dass wir die hier freischalten. Und was haben wir hier? Nochmal Kampagne spielen. Am Contempac. Ich glaube, das ist ein DLC hier. Ich denke, dass das hier ein DLC ist. Okay, man muss ihn mal gucken. Ich glaube auch nicht, dass hier irgendeiner einen Vorteil hat. Also die müssten alle gleich sein. Wir nehmen jetzt einfach Lightfinger. Spielen. Und wir spielen gegen... Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon sehen. So. Wenn wir jetzt mal hier... Das ist ja die Karte, die Werft. Dampfschiffe legen am Kai an. Das passiert auf dieser Map. Infiltrieren Sie diese für Gold und Laternen. Halten Sie ein Dampfschiff für eine komplette Runde, dann erhalten Sie dessen Frachtsiegespunkt. Okay. Also, die legen irgendwann im Spiel mal an. Dann müssen wir das infiltrieren. Ich denke mal mit zwei Straßenkindern. Und wenn wir das dann noch für eine Runde halten, bekommen wir einen Siegespunkt. Das ist schon mal sehr gut. So, das ist unsere Karte hier. Und hier oben seht ihr ja, wir brauchen in dieser Mission oder auf dieser Karte, sagen wir jetzt mal so, 5 Siegespunkte. Und wer das zuerst voll hat, der hat nämlich gewonnen. Das hier sind... einfach irgendwelche, soll ich das erklären? Schläger können, ja doch, naja, ich weiß gar nicht, greifen die uns jetzt an, wenn unser Mann daneben steht? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir können die auf jeden Fall angreifen. Und wenn jetzt, er kann zum Beispiel hier nicht durch. Also wenn wir jetzt das hier anwählen. Ihr seht, er kann nur bis zu ihm laufen, weil er dann ihn aufdeckt und weiter können wir nicht. Also wir müssen erstmal ihn aus dem Weg schaffen. So, da müssen wir natürlich die ganzen Gegenden hier auskundschaften, weil ihr bekommt nämlich an manchen, wie zum Beispiel hier im Handelshaus, seht ihr, da ist eine Laterne. So, wir können jetzt hier einbrechen. Dann kommt ausgekundschaftet. So. Jetzt könnten wir natürlich, wenn wir ihn hätten, ein Straßenkind kaufen, den wir da reinstellen. Und wenn wir jetzt ein Straßenkind da reinstellen, dann bekommen wir pro Runde so eine Laterne dafür. Und die Laterne brauchen wir für unseren Skillbereich. Ich nenne es jetzt einfach mal Skillbereich. Hier könnt ihr euch nämlich Verbesserungen freischalten, wie zum Beispiel hier. Kochen, Straßenkind freischalten. Genau, da haben wir doch schon Straßenkind.
Dann haben wir hier den Kundschafter. Der Meisterdieb erhält eine zusätzliche Aktion. Das ist ja zum Beispiel hier. Wir haben für unseren Dieb zwei Aktionen frei, die wir machen können in einer Runde. Und mit der Option könnten wir halt drei machen. Aber ich würde sagen, komm, wir holen unser Straßenkind. Das erste Straßenkind bekommt er umsonst. Das nächste würde dann 4 kosten. So, den bringen wir jetzt da rein. Das Straßenkind kann aber nur rein, wenn das ausgekundschaftet ist. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Jetzt brechen wir mal hier ein. Weil hier bekommen wir nämlich auch noch Geld. So, haben wir 4. Könnten jetzt unser nächstes Straßenkind kaufen. Und da könnt ihr ja noch auswählen. Da müsst ihr mal dann ein bisschen aufpassen. Entweder wählt ihr ein Upgrade von hier. Oder ihr sagt jetzt, ihr wollt gar keins wählen. Dann könnt ihr euch entscheiden. Wollt ihr in der Runde 4 Gold? Oder wollt ihr 2 Laternen nehmen? Ja, also sobald ihr eins von hier unten auswählt, wird das hier oben geschlossen. Dann könnt ihr hier nämlich nichts mehr machen, auch wenn ihr jetzt die Punkte hättet. Also wie gesagt, da müsst ihr euch immer klug entscheiden, was nehmt ihr denn? So, wir haben keine Aktionen mehr. Das haben wir eingenommen. Also wir bekommen jetzt pro Runde eine Laterne hinzu. Das seht ihr hier oben. Und dann würde ich sagen, wir lassen die Arbeit spielen. Can I help you? Neuer Mordauftrag. So, da müssen wir jetzt mal aufpassen, von wo der denn kommt. Der Mordauftrag, wenn ihr diesen Mordauftrag erfüllt, bekommt ihr nämlich auch einen Siegpunkt. Und hier unten haben wir schon unser Schiff. Yes. Jetzt mal schauen. Jetzt warte mal, wir müssten ja auskundschaften, ne? Ach komm, wieso läuft der hier nicht außen rum? Jetzt warte mal, dann bräuchten wir mal die Gang hier. So, die Gang kann nämlich ihn aus dem Weg schaffen. Dann ist er weg. Okay. Dann können wir unser Gang nämlich auch upgraden. So. Dass er jetzt vom, wenn ihr jemand tötet, 1 Gold extra bekommt. Wir haben jetzt 1 Gold bekommen für die Tötung. Wenn wir das jetzt anwählen, bekommen wir 2 dafür. Dann können wir den Schaden um 1 erhöhen. Oder die Vertreibung. Die Vertreibung brauchen wir, das erkläre ich dann später mal. Wir machen jetzt hier erstmal diesen Schaden. Ne? So. Du magst jetzt hier erstmal auskundschaften. Ach, du gehst gar nicht weiter. Schade. Schade, schade, schade. Also der Dolch ist gut, damit kann nämlich unser Meisterdieb sogar angreifen. Nicht nur die Gang, sondern auch unser Meisterdieb kann einmal in der Runde angreifen. Was wir natürlich als nächstes brauchen, ist dieses Brauen, weil dann kriegen wir nämlich unsere Schläger, die wir hier in unsere Gang mit reinkriegen. So, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Jetzt warte mal, Mr. Blackpool. Ist es hier oben dieser Mordauftrag? Ich denke. So, jetzt lass mal gucken. Jetzt kommt er hin. Einbrechen, wir brechen ein Schiff. Ausgekundschaftet. Sehr gut. Wir kaufen unseren Straßenjungen. Schicken den da rein. Kaufen unseren nächsten Straßenjungen. Wir brauchen 2 Stück. Seht ihr hier oben? So, wir bekommen jetzt Geld oder Laternen pro Runde. 2 Laternen hätten wir. Ich glaube trotzdem, dass wir... Jetzt nehmen wir erstmal unseren Schläger. So, mit dem guten Kerl. Da können wir nicht hin, weil wir das nämlich erst auskundschaften müssen bis dahin, ja. So, den stellen wir jetzt mal hier hin. So, wir haben nichts mehr. Runde beenden. Und weil wir... Achso, verlässt ja nächste Runde das Spiel. Vielleicht haben wir Glück.
Nee, also, ich bin erkältet. Nicht wundern. Genau, das ist unser Mordauftrag hier, den brauchen wir. Fracht abgefangen, wir haben einen Siegpunkt. So, unsere Straßenkinder sind weg. Was jetzt von dem Upgrade von ihm zwecks dieser Vertreibung ist, was ich noch erklären wollte. Zum Beispiel, es sind ja die Straßenkinder jetzt hier in dem Schiff und ihr kriegt ihr dann nur mit ihm raus. Wenn er die Vertreibung ja hat, könnt ihr ihn da reinschicken und er versucht diese Straßenkinder nämlich davon zu vertreiben. Und ich glaube, die Anzeige hier oben heißt, dass er nur eins vertreiben könnte. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich weiß es nur, weil es der gegnerische Charakter nämlich bei mir mal gemacht hat. Daher weiß ich das, diese Vertreibung. Aber ob jetzt eins heißt, dass er nur ein Straßenkind vertreiben kann, das kann ich euch leider noch nicht erklären. Das habe ich noch nicht probiert. So. Jetzt warte mal, den Dolch haben wir. Dann würde ich sagen, wir nehmen... Ach, halt, wir haben die Dinger nicht. Scheiße, was machen wir jetzt da? Kriege ich erst in der nächsten Runde. Die wären aber nicht schlecht. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal das Gold in der Runde. Okay. Jetzt werden wir mal schnell hier auskundschaften. Genau, hier haben wir unseren Mordauftrag. Da werden wir ihn hinhauen. Er macht aber leider nur 2 Schaden jetzt. Also, da müssen wir auf jeden Fall noch mal eine Runde warten. Achso, er kann dann noch einmal angreifen. Ich würde aber sagen, wir brechen lieber ein für dieses Ding. Oder warte mal. Ah, wir bräuchten ja das noch, dass er eine Aktion mehr hat. Okay. Mehr können wir nicht machen jetzt. Es wird auch immer hier beim Spielende nochmal angezeigt, was er denn machen könnte. Wir brauchen auf jeden Fall den. Dann haben wir nämlich unseren zweiten Siegespunkt. Boah. Das kommt auch schon wieder. Haben wir Geld für 2 Straßenkinder? Ja. Ah, schaut hin. Er hat auf jeden Fall schon mal einen Schläger hier. Jetzt kommen wir hier natürlich nicht durch. Weil er jetzt den Weg blockiert für 2 Runden. Ne? Wir werden jetzt erstmal hier den Mordauftrag ausführen. So, kriegen unseren Siegpunkt. Wir machen unseren Schaden. Unser Schaden erstmal wichtig. Je mehr Herzen der Gegner hat, desto mehr Lebenspunkte. Zum Beispiel der Gegner hat jetzt 3 Herzen. Wir haben 3 Angriff. Wird man ihn mit einem Schlag nämlich niederkriegen. Das ist ganz gut. Ich brauche mal bewegen, glaube ich, können wir ihn nicht mehr. Nee. Also, wir müssen ihn erstmal wegbringen. Und jetzt aus... Einbrechen? Ja, doch, das funktioniert. Perfekt. So. Jetzt brauchen wir Straßenkinder. Wir schauen, dass wir die nämlich gleich hier reinkriegen. Ach, wir müssen das neue Schiff auch erstmal wieder auskundschaften. Oh. So, jetzt kaufen wir unseren Schläger. Den würde ich sagen... Nein, nicht bewachen, du sollst in die Gang. Mein Fehler. Wir dürfen den nicht gleich so anklicken, dass der in die Gang mit reinkommt. Jetzt muss natürlich der 2 Runden hier bewachen. Größte Mist, was ich hier gemacht habe. So, aber ihr seht, wir haben 2 Siegpunkte, der Gegner noch gar nichts. Perfekt. Hier ist ein neuer Mordauftrag. Na, hier stellt er auch wieder seinen Wächter hin. Schaut euch das an. So, jetzt werden wir erstmal den hier angreifen. Schaden erhöhen. Mit ihm werden wir den angreifen. Dass der hier wegkommt. So. Jetzt werden wir hier einbrechen. Somit wäre nämlich das Schiff ausgekundschaftet. Perfekt. So, und jetzt kaufen wir unsere Straßenkinder. Eins noch. So, jetzt müssen wir natürlich das eine Runde durchhalten.
Das ist blöd, dass wir das dann nicht mehr ändern können. Hm. Saboteur ist gut. Können wir den an dem Schiff platzieren? Ja, können wir. So. Der platziert jetzt eine kleine Falle an ein Gebäude. Wenn ihr zum Beispiel denkt, oh, vielleicht will er in unser Schiff rein und die Kinder vertreiben, platziert eine Falle für 2 Runden. Wenn einer in den 2 Runden kommt, dann bleibt er nicht hier außen und ist wie betäubt. Also machen wir das mal lieber hier. So können sie nämlich unsere Jungs hier nicht vertreiben. Okay. Und ihr müsst da schauen, dass ihr wirklich von euren Ressourcen hier viel bekommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, der hat 4 Schaden, der Kerl. Nein. Meine Gang ist weg. Ach komm. Das Schiff müsste ja eigentlich jetzt weggehen, oder? Ja. So, 3. Siegpunkt. Schaut sehr gut aus für uns. Was wir natürlich als nächstes erstmal brauchen, ist eine neue Gang. Jetzt warte mal, hier haben wir Schmuck. Nehmen wir erstmal das Geld. So, 3. Oh yeah. Und dann nehmen wir ihn. Den fügen wir hier in die Gang mit ein. So. Killen ihn. So können wir gleich wieder Upgrade machen. Schaden. Und wir bekommen ja 1 Goldstück dafür. Jetzt brechen wir mit ihm noch ein. Vielleicht kriegen wir noch Geld, dass wir unseren nächsten Schläger bekommen. Ja, haben wir auch. So, unseren Schläger. Den gleich zur Gang. Müssen nur schauen, dass die so schnell wie möglich größer werden. Okay. So, also ihr seht, wir haben 3 Siegpunkte, der Gegner noch gar nichts. Ja. Kleine Einführung ins Spiel. Ich finde das Spiel herrlich. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Kampagne. Ah, ich glaube, ich muss erstmal dann eine Hustentablette nehmen. Kampagne habe ich noch nie angespielt. Wir werden jetzt erstmal in der nächsten Folge das hier zu Ende bringen. Und dann werden wir mal die Kampagne anfangen, um zu schauen, was denn die Kampagne für uns noch bringt. Aber wie gesagt, so ein kleines Geplänkel hier mittendrin, was man auf jeden Fall immer mal wieder spielen kann, finde ich super. So, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss.